was ist das diesmal für ein Tier? Ich kenne ein Tier, das lebt im Meer. Ist manchmal groß, manchmal klein und lebt im Wasser. Und es kann nur unter Wasser atmen. War doch keine Katze mit Schnorchel. Eine Katze lebt doch nicht im Wasser. Die ist wasserscheu. Das Tier, das wir gemeint haben, hat kein Fell. Unser Tier hat Flossen. Flossen auf der Seite und Flossen hinten. Nein! Kein Pinguin hat das Flossen. Und hat kein Schnabel. Und es blubbert. Unser Tier ist glitschig. Das ist immer im Wasser. Für immer. Nein! Die Qualle mag sie nicht. Ja, weil die ist giftig. Da sind Krankheiten dran. Dann kriegt man Streifen an den Fingern. Dieses Tier, was wir meinten, hat Schuppen. Und hat keine so viele Arme. Ja. So. Eine Meerjungfrau. Dieses hat keine Haare. Hat auch kein Bikini an. Und das hat keine Hände. Und hat auch keinen Hautoberkörper, sondern alles nur Schuppen. Und keine Busen. Aber schon nah dran. Vorne hat Flossen und hinten hat Flossen. Was manchmal von Haiengefährchen. Mhm. Und auch von Menschen. Ja! Ein Fisch! Das meinten wir. Goldfisch. Können Fische eigentlich schlafen? Heute gehen wir ins Aquarium. Aber nicht wie sonst am Tag, sondern in der Nacht. Und weil es hier so dunkel ist, haben wir Taschenlampen dabei. Mal sehen, was die Fische in der Nacht machen. Da ist eine Schlange. Die Schlange schläft. Jetzt gucken wir mal nach den Fischen. Die schwimmen ganz ruhig. Aber richtig schlafen tun die nicht. Ein Hai, der ist noch auf der Jagd. Die Quallen sind auch wach. Oh, wie schön die leuchten mit meiner Taschenlampe. Aber sind denn hier keine Fische, die schlafen? Der sieht ein bisschen so aus. Oder der. Fische lassen die Augen auf beim Schlafen. Wow. Guck mal, da haben die sich zurückgezogen. Hier sind Korallenfische. Die schlafen. Da ganz viele, ganz dunkle mit weißen Punkten. In den Anemonen. Da sind sie geschützt. Und in den Korallen. Manche verstecken sich zum Schlafen. Guck, er legt sich hin. Ja, auch. Und hier? Eine Krake. Auch die schläft.
Sieht aus, als würde sie schnarchen. Und guck mal, der Fisch. Der hat eine Höhle um sich gemacht. Siehst du die Blase? Wie ein Schlafanzug. Als Schutz. Uff, Fische angucken macht ganz schön müde. Wir malen einen Fisch. Nur die Schuppen. So sieht unser Fisch aus. Und deiner? Mit Fisch. Komm auf meine Schmusedecke, die ist weich und groß. Die ist nicht nur gemütlich, da ist auch ganz viel los. Wir hüpfen drauf, wir toben rum, wir sind hier alle froh. Geht es dir so gut wie mir? Ich mag dich sowieso. Geht es dir so gut? Was ist denn mit dir los? Ach so, du hast kein Wasser mehr in deinem Becken. Ah, gut, dass du kommst, Hund. Der Fisch hat kein Wasser mehr in seinem Becken. Weißt du vielleicht eine Lösung? Den Fisch abzuschlecken reicht nicht. Er braucht viel mehr Wasser. Hallo, Eisbär. Hast du eine Idee, wie man dem Fisch helfen kann? Also, dein Schneeball ist viel zu fest. Darin kann der Fisch nicht schwimmen. Oh, guten Tag, Fuchs. Weißt du, wie man dem Fisch helfen kann? Was? Du willst den Fisch mit Haut und Haar fressen? Nein, es geht auf gar keinen Fall. Oh je, fällt denn niemandem was ein? Ah, Elefant. Wir brauchen deine Hilfe hier. Jetzt hast du genug Wasser. Der Elefant hat mit seinem Rüssel das Becken vollgespritzt. Jetzt kannst du wieder fröhlich planschen. Ja, wir haben es geschafft. Keiner ist allein. Hier auf meiner Schmusedecke geht's uns allen fein.
internets.de.